Herzlich willkommen zu meinem Video mit Wissensrechtecken oder Zielscheiben lernen, was wichtig ist. Ich zeige dir eine Methode des Lernens, die ich selber schon mit vielen ausprobiert habe, die dir helfen kann, Wichtiges vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Erste Ansätze solcher Wissensrechtecke oder Zielscheiben haben wir schon bei Ramundus Lullus gefunden, im Mittelalter nämlich. Und bekannt und weiterentwickelt wurde diese Methode, die ich jetzt euch da vorstellen werde, von Vera F. Birkenbild, einer Lerntrainerin, einer Motivationstrainerin. Und von Birkenbild kennen wir diese Zielscheibe, die das kreisförmig anordnet. Ich zeige es gleich mal vorweg. Wir haben hier Kreise und die wichtigen, die bedeutsamen Begriffe ordnen wir in der Mitte an und nach außen hin gehen die weniger wichtigen Begriffe. Ich habe das Ganze dann etwas umgebaut und habe daraus dann hier so ein Wissensrechteck gebastelt, weil es gerade, wenn man es am Computer umsetzen möchte, wenn man da Textfelder verwenden möchte, ist es dann doch etwas einfacher. Aber jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, warum das Ganze so wichtig ist. Wir sehen hier eine Abbildung, wo eben vier Menschen zusammensitzen und einiges wird gesagt, einige sind sehr überzeugt davon, andere stellen sich hier die Frage, ob das hier stimmen könnte. Und da geht es eben darum, Zusammenfassungen zu finden von dem, was alles gesagt wird und dann vor allem festzuhalten, was wichtig ist. Und da sind diese Wissensrechtecke oder diese Zielscheiben ganz wesentlich. Ja, welcher Gedanke ist wesentlich und macht einen Sachverhalt klarer und bringt dann Licht in das Dunkel? Das ist diese Suche, die wir hier haben. Welcher Gedanke hat die höchste Bedeutung und hat quasi ein Rufzeichen verdient? Welches Argument wiegt schwerer, wie hier zum Beispiel? Emotionale Argumente, vernünftige Argumente, sind sie gleich wichtig, sind sie weniger wichtig, die in einer Diskussion eingebracht werden? Gibt es Zusammenhänge, die wir erkennen und erklären können? Wie zum Beispiel hier bei der Mondfinsternis, dass der Mond die Erde verdeckt und dass deswegen dann das Licht der Sonne nicht bei der Erde eintrifft. Gibt es eben solche Zusammenhänge? Wessen Gedanken stehen im Zentrum und sind für alle anderen auch besonders wichtig? Welche Gedanken hängen wie miteinander zusammen? Wir haben in der Mitte einen Gedanken, vielleicht kennt ihr das von der Mindmap herkommen schon, und daraus ergeben sich wieder andere Gedanken, dann wieder andere Gedanken. Diese berühmten Assoziationen, diese Verbindungen, die wir bei den ABC-Listen schon kennengelernt haben, bei den Lullschen Leitern in den anderen Videos. Und zur Darstellung, habe ich vorhin schon erwähnt, eignen sich meiner Meinung nach besonders gut Rechtecke, nämlich zur Darstellung, wenn man es auf Computerbasis machen möchte. Wie macht man das jetzt konkret? Man erstellt eine ABC-Liste, darin ist sicher ein der vorgehenden Videos. Ich habe hier eine ABC-Liste erstellt zu Österreich. Und diese Begriffe sammelt man dann. Man hat hier A bis Z heruntergehend und sucht dann, Augen rauf, runterschauend, immer wieder dann Begriffe, die man vielleicht in einem Text findet, die einem auch zum Thema Österreich zum Beispiel einfallen. Und jetzt natürlich dann die Frage, welcher dieser Begriffe ist besonders wichtig? Welcher Begriff sollte dann quasi im Zentrum stehen? Und da gibt es eben diese beiden Darstellungsweisen, da sollte man sich dann entscheiden. Möchte man hier so eine Zielscheibe verwenden oder möchte man ein Wissensrechteck verwenden? Im Prinzip läuft das so ab, dass in der Mitte die wichtigsten Begriffe stehen, vielfach auch die allgemeinsten Begriffe sind. Und dass daraus gehen dann nach außen hin dann die vergleichsweise weniger wichtigen Begriffe angeordnet sind, die vielleicht spezielleren. Wenn wir uns das hier anschauen, es gibt beim Computer zum Beispiel Peripheriegeräte. Ein Beispiel davon ist der Drucker und wiederum ein Teil des Druckers, eine Voraussetzung verwenden kann, ist die Tintenpatrone. Und wenn wir hier auf der rechten Seite schauen zum Beispiel, haben wir hier die Religion, also einen allgemeinen Begriff, wesentlichen Begriff. Und ein Teil der Religion sind zum Beispiel dann die Götter und die Pyramiden hängen dann zum Beispiel hier einerseits mit den Göttern zusammen, wenn man hier einen Strich, einen Pfeil machen würde, aber andererseits sind natürlich auch Pyramidenbauten. Ja? Und so kann man von innen nach außen, sei es in der Wissensrechte oder Zielscheibe, kann man hier dann die Bedeutung dann auch gut ablesen können. Was ich dringend empfehle, ist bei diesen Wissensrechtecken oder Zielscheiben auch, dass man hier Pfeile macht, dass man genau sehen kann, was passt mit was zum Beispiel zusammen. So passt zum Beispiel vom Smartphone der Touchscreen da zum Beispiel dazu. Man könnte sich überlegen, okay, habe ich ein Notebook, das zum Beispiel auch einen Touchscreen hat. Und so sieht man, was mit was zu tun hat. Und das Idealbild so eines Wissensrechts oder Zielscheibe wäre dann, wenn jeder Begriff von der Mitte her kommen nach außen hin dann mit einem anderen Begriff verbunden ist. Ja, soweit das jetzt zu den Wissensrechtecken und Zielscheiben. Ich werde dann wieder in die Beschreibung zu dem Video dann einen Link hineingeben zu einem Video, wie man dann mit einer Textverarbeitung so ein Wissensrechteck erzeugen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicher bald wieder im nächsten Video.